Sie haben keine Kissen. Sie haben nichts. Denn in diesem Viertel hat die Polizei keinen Eintritt. Hier wird auf die Polizei geschossen. Das sind Bilder, die dich nie mehr loslassen. Wir sind hier in Ghana. Hier ist Jamestown. Von hier wurden die afrikanischen Sklaven nach Amerika verfrachtet. Von hier wurden die Menschen deportiert. Hier wurden die Menschen viele Tausende vorher schon vor ihrer Deportation getötet und gefoltert. Diejenigen, die sich gewehrt haben. Und von wem wurden die gefoltert und deportiert? Von weißen Menschen. Von denjenigen, die jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, hier, du hast mir irgendwas angetan. Als ob die Kriminalität von hier erfunden worden wäre. Es gibt genug weiße Menschen bei uns, die kriminell sind und anderen Leuten etwas antun. Aber wenn das dann mal ein Schwarzer macht, oder wenn das dann mal irgendwer macht, ein anderer Ausländer, ein durchgeknallter Flüchtling aus Syrien, der durch die Bomben überhaupt in seinem Herzen taub geworden ist. Wenn der das dann macht, dann ist es auf einmal, ja, die sind so oder sonst etwas, ja. Dann stellt man diese hässlichen Rassentheorien auf, die sind so. Nein, du bist so. Du hast diese Menschen versklavt. Du schmeißt doch die Bomben auf diese Menschen, schmeißen die Bomben auf sich selber. Hast du die, haben die sich selbst in einem Boot, sind die freiwillig gekommen, um eure Baumwollfelder zu bepflücken? Sind sie nicht. Und ich bin gekommen, um Kolonisten zu bestrafen. Und das mache ich mit meinen Projekten. Wir befinden uns in Agbo Bloshi, einem der berühmtesten und gefährlichsten Slums und Ghettos dieser Welt und Afrikas. Wir sind am Rande der Millionenmetropole Accra, hier in Ghana. Agbo Bloshi könnt ihr bei Wikipedia googeln und seine Geschichte lesen, aber mit uns könnt ihr es fühlen und erfahren. Agbo Bloshi hat drei besondere Wahrzeichen. Wir sitzen hier am Kole River.
Das ist ein großer See, der inzwischen gestorben ist, wie die Geschichte dieses großen Bezirks. 40.000 Menschen leben hier auf der weltweit größten Müllhalde von Elektroschrott. Das zweite Wahrzeichen. Der Elektroschrott kommt aus Europa und aus den USA und aus Australien. Die Bewohner hier schlachten den Elektroschrott aus, um zu überleben. Dabei fließt Phosphor, Cadmium, Blei und Arsen in den Boden. Es geht auf die Früchte, die hier wachsen. Es fließt in den See, der inzwischen gestorben ist. Und ihr seht hier eine Quelle, wie die Quelle des Lebens, was die westliche Welt uns hinterlassen hat, um hier zu leben. Wir befinden uns hier vor den Waisenkindern des Home of Taqwa Projekt, das größte Waisendorf von Ghana, gleichzeitig auch das größte Waisenhaus von Ghana, das Home of Taqwa Hauptgebäude, inklusive einer Ausbildungsstätte, inklusive einer Moschee, inklusive Unterkünfte für Spender zum Besuch, inklusive einer Mensa, inklusive einer Aula, inklusive eines Spielplatzes und viele mehr. Nein. Umweltwissenschaftler sagen, dass man sich hier nicht länger als 2 Stunden aufhalten darf, ohne bleibende Schäden mit sich zu tragen. Wenn ich atme, rieche ich die Luft ein, die voller Giftdämpfe ist. Die Menschen allerdings hier, unsere Geschwister, unsere Kinder, die wir ins Home of Taqwa holen, leben hier jeden Tag. 40.000 Menschen an der Zahl, zwischen Giftmüll und 17.000 Gangmitgliedern. Es ist ein unbeschreiblicher Zustand, der mich direkt zum dritten Wahrzeichen kommen lässt. Akboblochi ist berühmt als der Rückzugsort für Armrobber, also für Überfälle, Leute, die Überfälle machen. Für Bankräuber zum Beispiel, die im Land Kriminalitäten begehen und sich in dieses Viertel zurückziehen. Denn in diesem Viertel hat die Polizei keinen Eintritt. Hier wird auf die Polizei geschossen. Assalamu alaikum. Sunana Suleiman. Mutane na kira na Chief J. Mus abokina na kira na Chief J. Amma tunda na tashi rayuwana. Ni da mana muka tashi. Kaga na ni da mana muka tashi. Shi baba na ina wurin mana almost kamar 3 years. Baba na zo duke. Kaone nima kagana dizo na travel akamash ya shiga turai gawo yami yayu so many years nisa ga munzo ciki musa kamu ciki wanga rayuwa so bara mun samu wanda take care of rayuwa mu ba muna da sisters, you have a sisters. Agana, muna da sisters, akara turanchi. Muna da sisters, muna da brothers. Baba wanda ki take care of me. Isa muka shiga cikin gangster life. Oh,
ihr seht, bemalen wir gerade unsere Außenmauer vom Waisenhaus, beziehungsweise die Kids bemalen die Außenmauer vom Waisenhaus mit Fingerfarben und machen Handabdrücke dran, malen Sterne, malen Sonnen, Blumen. Das ist eine Art Therapie, entwickelt von unseren Erzieherinnen, die wir aus Deutschland mitgebracht haben, und von der Schwester Firdaus, hier zu unserer Rechten, unsere Sekretärin, die das alles hier organisiert hat, die Kinder in 5 Gruppen einzuteilen und diese Außenwände zu bemalen. Diese Kinder kommen zu 50% aus Maiduguri, das ist in Nigeria, Kriegsgebiet. Die haben Horrorszenen miterlebt. Ihre Väter wurden vor ihren Augen abgeschlachtet. Die Witwenmütter von denen haben ihre Ehemänner teilweise jahrelang gesucht auf Leichenbergen. Diese Kinder haben schreckliche Szenen miterlebt. Und unsere Erzieherinnen haben uns gesagt, dass das Bemalen dieser Außenmauer eine Art Therapie für die kleinen Schwestern sein soll. Genauso wie für die Jungs der Sport, neben dem alltäglichen Unterricht, neben der Liebe, neben den Fächern, die sie lernen und der Ausbildung, ist das einfach eine Sache, wo man mal die Seele baumeln lassen kann. Und gleichzeitig, man kann sich ja immer wieder daran erfreuen, wenn man dann jetzt hier lebt und diese Wände sieht. Wir haben Gäste hier aus Frankreich, wir haben Gäste hier aus Dortmund, aus Hameln bei Hannover. Alle sind begeistert. Wir haben 3 bis 4 Stunden eingeplant, um die Außenmauer zu bemalen. Jetzt sind 40 Minuten vorbei und sie sind fast fertig. Alle Kinder wollen unbedingt anpacken. Ich bin begeistert von dieser Farbenfrohe. Das ist eine frohe Botschaft, und zwar eine farbenfrohe Botschaft. Mashallah. Ihr habt das möglich gemacht mit euren Spenden. Viele unserer Kinder, viele der obdachlosen Waisen leben hier. Und ihr seht, wie wichtig es ist, diese Waisenhäuser schnell fertigzustellen. Es sind unsere kleinen Geschwister. Und wir sind hier stellvertretend für euch, um sie rauszuholen aus dieser Situation. Ich bin gerade hier in einen Giftmülltümpel gefallen. Das ganze Viertel ist durchzogen von Tümpeln, die man gar nicht manchmal erkennt. Ich bin mit meinem Schuh Fuß rein. Und die Bewohner von hier haben Angst um meinen Fuß gehabt. Das sagt alles aus. Die Bewohner von hier haben Wasser gekauft und Wasser über meinen Fuß geschüttet. Subhanallah. Wenn die Bewohner von hier, die hier tagtäglich leben, Angst um meinen Fuß haben, weil dieses Wasser so giftig ist, welche Angst haben wir über die Kinder unserer Oma? Agbo Bloshi wird in den Medien Toxic City genannt. Die Leute aus Ghana nennen es Sodom und Gomorra. Arziki da kuma duwa data abin da kuma irin ko na fara yake so Allah kuma ya zo ya ba ku shi Allah ya fa mana da asiri mun gode maka mun gode maka to mu wani suka taimaki ubangiji Allah taimake su Allah ya ba su lokacin zama ubangiji Allah ka sa mu dare mu kiyamuti Sunara Abdulrahman, everybody know me. I grew up in Germany and you Izzuddin, you grew up in Ghana, but
it's really heart-touching and really funny and crazy and subhanAllah interesting. Since the first time I meet you, directly you go close to my heart. And directly, sometimes we look at us and we know what the others is thinking. We have different colors and we grow up in different countries, but we are the same people. Like we grew up together in the same house. I remember when I come first time to Ghana, I was alone. I don't know what happens, but you treat me like a family from the first second. Yara, Muki Kanana, Mukatashi, Bati Moku, Baku, Bawa, Bauba, Bati Moku, Bound Erika, Bound Dita Makim, Muki Tukanana, Alamuka in Grima, Muki Shiraiwa, Mukatash, Mara Mukatashi, Mutashi, Mukich Wanana, the Ban, Anje Sadaka, Anje Jil, Anje Jijil, Angagambu at the Bandaban. Ba, when I did a Makemu, Ba, Armamka Grim, Kachkin, Lamarina Mukasa Chimuki, Munje Saraka, Mushga, Mushgana, Urusu, Sumumu, Mukaj Saraka, Mukadau, still Munachin Wood, Ba Temukobaku, still Munachin, Raiwan and Muki, Anachin get to Pulu Derana, and after Jai Mugaki Akumu, Ankashi Wodius, Urusu Saraka, Gimanaji Saraka Nadao, who are Mayaji the Izu. Hey, Ama. Farko na sunana bello sunan garin Kano muna na Kano a Kano cikin takai farko dai tun ina karamin yaro baba na ya rasu mun shiga cikin hali mai wuya wanda ba mu kudin na wanci abinci ba mu da shi ba mu da nayo ba mu da gobe sai mama na ta ara kudi 13,000 tare ta fara saro kalazu ta fara tana sarowa ana saya tana sarowa ana saya to sai far a ciyar zuciya ya fara kamata dai ta fara kamata saboda aikin wahalan da tana yi ciyar zuciya ya kamata tana yi tun tana ta fara gajiya idan ta yi kanta ya fara juya wata rana ma ta kan fita hayyacin ta to saboda naga tana haka kuma kudin da muke sayawa
sai muka koma can Najeriya da muka koma sai aka ci sai likita ya ce sai mun kawo kudin magani shi kuma yayin gashi ya aure matan shi har ta yi kuma shi washi da kudin da zai suna kuma ga mun batun lafiya sai mamun ta ita je a cikin kayan ta ita cire kayan yaya ta wanda za a mata aure ita cire kayan ita dai ta saida kayan shine haka muka ganga da muka ganta ana mata magani shine da muka je wurin likitan likita ya ce dole sai an kawo kudi mai yawa to haka muka koma da gidan marayin kuka ciwon zuciyar mama na ya ƙara tashi ko dai ƙara tashi a take ana gure ta fada muka ta asibiti a cikin 2012 din da ta dawo da shi Najeriya sai aka cire 10,000 aka ja haka mata aka ja kasu mata magani da aka sai mata magani tana sha tana fara samun sauki sai ta tada da iska kuma iskan ne ya zo ƙara takura mata muka sassa saboda bamu da kudi babu da inda za mu shi Allah ya kawo wannan zai zuwa su taimake mu sai ga shi kuka zo kuka taimake mu kuma ne kuka taimake mu ubangiji Allah taimake ku Allah ya ƙara buɗe muku masarautar tauku yana kuka taimake mu a nan duniya ubangiji Allah taimake ku a nan lahira assalamu alaikum Ich gehe immer besser in die Seitenstraßen, wenn die Kinder ihre Story erzählen, weil ich kenne die Stories von den Kindern. Und wenn ich dann die noch in die Augen gucken muss, das ist einfach zu viel. Das sind Bilder, die dich nie mehr loslassen. Wie der Junge jetzt gerade, sein Vater ist explodiert. Vor seinen Augen gestorben, während er Blut kotzt. Das Einzige, was er noch hat, ist, seine Mutter wird vom Djinn befallen und wird tollwütig und fällt hier die Menschen an im Viertel. Und der Junge als Bettler alleine auf der Straße gewesen. Was er gefühlt haben muss, wenn ich an meine Kinder denke, wie gut es denen eigentlich geht. Wenn ich an meine Kindheit denke, wie gut es mir eigentlich ging. Obwohl ich schon einer war in Deutschland, der ein unnormales Leben gelebt hat. Der von zu Hause abgehauen war, auf der Straße gelebt hat. Wir haben manchmal früher am Hauptbahnhof Düsseldorf in den Gepäckschließfächern gepennt. Ich habe bis ich 16 war, schon alle Drogen durchgehabt, gelebt, bis zu Heroin. Und Alhamdulillah, Allah hat mich recht geleitet und hat mich wieder rausgeholt. Aber wenn ich überlege, was diese Kinder durchgemacht haben, dann weiß ich wieder, dass das, was ich durchgemacht habe, eigentlich ja gar nichts war. Wenn du hier alleine als Kind auf der Straße bist, in so einer 7 Millionen Einwohnerstadt, wo alles chaotisch ist, wo die Armut und die Ghettobildung und die Slumbildung groß ist, das ist schon eine extreme Sache. Wenn ich die Kinder dann sehe, wie sie die Story erzählen, dann reißt mir das Herz raus. Es ist gut für euch, diese Storys zu erfahren, weil das erinnert euch daran, warum ihr eigentlich spenden sollt. Und für die Kinder ist es auch gut, weil wenn man nicht darüber redet, dann verarbeitet man das auch nicht. Und es muss einfach mal raus. Wir haben Kinder hier gehabt, oder wir haben Kinder in unserem Programm, über die wissen wir, dass jemand zu eben nach Hause gekommen ist und mit der Pistole das Gehirn vom Vater auf der Wand verteilt hat. Und trotzdem dauert es noch mal ein Jahr lang zusammen essen, zusammen kuscheln, sich drücken, bis das Kind dann offenbart und sagt, ja, übrigens, meine Mutter wurde auch 3-mal vergewaltigt. عد يا أبي فبدونك الدنيا قدا في مقلتي
فبدونك الدنيا قدى في مقلتي مزعت. Hat das Kind bis dahin innen drin rumgetragen und hatte innen drin Probleme, wo keiner wusste, so, warum benimmt er sich manchmal so komisch. Und erst dadurch, dass er sich dann öffnen konnte, hat man gemerkt, wie man dieses Kind behandeln muss. Diese Kinder brauchen eine spezielle, besonders auf sie angepasste Behandlung, um ihren Seelen gerecht zu werden und sie wieder zu formen und für die Zukunft bereit zu machen. Gemeinsam mit euren Spenden ist das Ganze möglich. Home of Taqwa, dieses Projekt bedeutet die Zukunft von Afrika zu vergolden. Wir sind gerade auf dem Weg zum Ausflug und ihr wisst gar nicht, wie stressig das hier in der Sonne ist. Das Ganze ist hier mit Anstrengungen verbunden, doch am Ende des Tages lohnt sich das Ganze. I don't need a call to a fountain. 360 Obdachlose Waisen, befreit von den Schokoladenplantagen an der Elfenbeinküste und in Nordghana, befreit, rausgeholt als Kindersoldat aus Maiduguri, aus Kano in Nordnigeria, geholt von den Straßen Agbo Bloshis und Nima, jetzt mit uns zusammen unterwegs, ein Ausflug, die Seele baumeln lassen, lachen, Trampolin springen, schwimmen, Fußball spielen, Kanu fahren. Okay, don't do the weed man, do the dread man, no alcohol, I'm a free man. Ach ja, don't need a call to a fun tonight. Ach ja, don't need a call to a fun tonight. I don't need nobody. As long as I got Robbie, I don't need nobody. As long as I got diese kleinen Kinder, das sind Zeugen von der Straße. Die kennen nicht nur das harte Leben, sondern auch ihre Strafen. Und da es sie so oft traf, denken sie ein ganzes Leben lang an die schlechten Erlebnisse, die sie prägen durch ihre Narben. Später, wenn sie älter werden, dann tun diese Zeugen von der Straße sich in einen Crew zusammen, in einen Gang zusammen. Und wenn sie dann andere Feinde bestrafen, dann denken die anderen Feinde ein Leben lang an sie durch ihre Narben. Wisst ihr, wir bauen eine Schule hier in diesen Slums, in diesen Ghettos nicht ohne Grund, weil wenn die Eltern von denen umgebracht worden sind, kurz gesagt, wenn der Papa sich Heroin spritzt, drückt auch keiner mehr die Schulbank. Das ist das Problem. Und wo wir hier sitzen und wo wir hier stehen, sagt auch alles aus. Das ist eine Kanalisation unter uns. Ein Haufen
Exkremente fließt hier entlang. Es ist die Kanalisation von einer 5-6 Millionen Einwohnerstadt. Diese Kinder sind Straßenkinder, die leben hier, die schlafen hier, ihr seht es ja. Und wenn wir denen nicht das Haus bieten, das ihnen zusteht, das ihnen längst zusteht, das ihnen seit langem zusteht, dann glaube ich nicht, dass wir es wirklich bewiesen haben, wenn wir sterben, dass wir jedes Mal großspurig labern. Das sind unsere Geschwister, das sind unsere Brüder. Jetzt mal ganz ehrlich, jeder kann sich selbst Hand aufs Herz legen. Wie oft hast du oder ich oder wer auf Facebook geschrieben, für meine Brüder, für meine Schwestern? Meinst du, dass durch diesen Post sich irgendetwas verändert? Es sei denn, du verbindest diesen Post mit irgendeiner Tat, mit irgendeiner Spende, mit irgendeiner Aufopferung und so weiter. Die Gelehrten, die definieren Ikhlas, die definieren Aufrichtigkeit mit Hingabe, mit einer Aufopferung. Meinen wir, wenn wir irgendwie selber keine Schmerzen verspüren, selber nicht mal ein bisschen Angst verspüren, selber nicht mal ein bisschen Hunger verspüren, damit wir unseren Geschwistern helfen, meinen wir, dass wir aufrichtig waren? Wenn wir meinen, dass das Paradies ein Kurzstreckenticket ist von der Rheinbahn für 1,60, dann viel Spaß. Mi den de Kofi mi fi Togo ene bai di entia di mi bedu Ghana hanise mi papa wuye 2 years later ena tribal war esi e o Togo enti mi maame ne mi nua keto nyina me hu ba bi omo fae so mo wu so ma ira mi nu ba bi omo fae ti e ma dwen se ti ka me ba Ghana na ma ba be ma be pe djuma ye ti mi nante fi ti Togo e bedu Ghana. We will do Ghana. No, na minya be bi mponda. Krofo sto anu na meda. Me sori a. Ejuan so e minya e na me do man krofo. Krofo na me do man mo nso no. Ebi wo mo ma miska no. Omo de o kina me ba na ma ko, kina me ba na ma ko. Tin me da sto bi anu sa na me bi hu papa bi. Na papa ne se owo koko farm ke se e wa simfos central region. Tin obe ma ma ko akodo ho anu ma ma. Ti mi dine chi ko ere ko de no odi mi re mu wi e no me hu on pese no on pese be pie bi o was na me ko me ko hu krofo bi bire nkwara nkiti nkiti wa kidnap nkwara nkiti nkiti bi bire o ho no o mo do man ye ejuma man anaju ahumachi 4 o'clock yes sorry e be pike the whole farm 6 o'clock e ba bi die dia niamam no. Sana di chin so a yasia babe sisani ama pa kuku num na ya hata me ya de o 7 good years na mi nim ne omde kuku ye ti me di sana mi ti mi jani fi onu e na honum no so na ya sanda efo mu onu ma o woni mo mo bibri o ma ye ka obi mpo ma ni wu ye e o manim ti me di sana mi ti mi jani fi onu e ba krasi me sa me pa djuma grand sume ba na minya hwenye ti me da nkrofo store no omo tuma me da nkrofo store no sa a me da osa na mi bi hu obi bi hu me no frame na me pese me ko empu weza no hawa me ko form o ni nti na me pese me ko na nso o ka chem se ma mi nsuru ma me fere hwe me mra na me nka me hanche no be boa mi na me kam e street chire no nso se mi hwe. Chestele na no oyeni oyena sese migine china mi ko ti na odim ko du fie no na o kirem sese na edi koko ni e na 7 good years mu be je di se na mi ye djuma koko fan so na mi nim na no mu di koko ye sa na o kirem se koko ni edi emilo ni edi different kinds of milo things
tinami nim no chire mi bibia tisisi ya misrem semumwa mumwa mi krofo no mugo no muso ntimi survivor mo sana mitimi jani misrem wa misrem. Wir sind hier in Ghana. Hier ist Jamestown. Von hier wurden die afrikanischen Sklaven nach Amerika verfrachtet. Von hier wurden die Menschen deportiert. Hier wurden die Menschen viele Tausende vorher schon vor ihrer Deportation getötet und gefoltert. Diejenigen, die sich gewehrt haben. Und von wem wurden die gefoltert und deportiert? Von weißen Menschen. Von denjenigen, die jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, hier, du hast mir irgendwas angetan. Als ob die Kriminalität von hier erfunden worden wäre. Es gibt genug weiße Menschen bei uns, die kriminell sind und anderen Leuten etwas antun. Aber wenn das dann mal ein Schwarzer macht, oder wenn das dann mal irgendwer macht, ein anderer Ausländer, ein durchgeknallter Flüchtling aus Syrien, der durch die Bomben überhaupt in seinem Herzen taub geworden ist, wenn der das dann macht, dann ist es auf einmal, ja, die sind so oder sonst etwas, ja. Dann stellt man diese hässlichen Rassentheorien auf, die sind so. Nein, du bist so. Du hast diese Menschen versklavt. Du schmeißt doch die Bomben auf diese Menschen, schmeißen die Bomben auf sich selber. Hast du die, haben die sich selbst in einem Boot, sind die freiwillig gekommen, um eure Baumwollfelder zu bepflücken? Sind sie nicht. Und ich bin gekommen, um Kolonisten zu bestrafen. Und das mache ich mit meinen Projekten. Assalamu alaikum, my sisters and brothers from Europe. Sunana Sharifa Dawood. Nafto bin, na 5 years baba ne Rose. Shaka kawo ni wurin kakana. Mun wurin kakana nan ba kudi muke da shi ba. Tara kuma shi dai kai ka sai da fiyo ta daka samu riba. Ka ci abinci da shi. Ran da kuma ba kudi shi kai kwana kan. Sa, shi ne asa international ski tanyana. Yanzu na shigo cikin asara international komin da nake so ana bani ana biya min school fees ne har sa ni makaranta da school sai first ban so makaranta amma da na shigo cikin asara international har sa ni school har sa ni makaranta yanzu na san abu san na gode ma asara international da suka tanye ni school fees na duka suna biya min kudi makaranta na suna biya min da ba asara international cikin rayuwa na yayi fasa banda wanda dai bani ci ko wanda dai bani sai kayan sa ko wanda dai bani kudin abinci amma da sa international shigo cikin rayuwa na samu abin da nake so san na gode wa masu international da tanyun da suka tanye mu halle tanye su ma su yi muna kuma wanda ke baya rayin na halle kara mai wurin da ake fitowa da shi kuma halle kara mu wurin na kawkawa ba mu san na addu'a kare sukun da ake yin wurin ansa international so mu duka mu tauri na mu samu ce mu koya abu sannan na gode ma asar international le tanye su su masu tanye mu mun na gaishe ina gaisa da manyan da suke cikin asar international nan duka no shekarun da ya wuce ba cikin lamarin ga nake ba amma yanzu na jin dadi komai da na tambaya ana bani sa Allah ya saka musu da lahayi Allah ya sa su masu samu su ba mu na gode asar international. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Spender und mithelfende nicht-muslimische Helfer und Unterstützer, wir sind wieder da bei dem größten Waisenhausprojekt von Ghana, hier in Accra, Dodowa, um es genauer zu nehmen. Und wir zeigen euch die Updates. Hier, ich bin mit dem Bauleiter Isudin, der kann euch auch kurz begrüßen. Assalamu alaikum, liebe Spender, ich freue mich, euch zu begrüßen. Masala, er spricht auch ein bisschen Deutsch, er versteht fast alles, wenn wir sprechen. Hat er hier gelernt, ja, selber gelernt. Masala, ein kluges Kerlchen, der auch ganz großen Anteil hat überhaupt, dass wir das hier so schnell geschafft haben. Natürlich, ihr habt selbst auch einen riesigen Anteil, denn ich sage immer wieder, manche Leute schreiben unter unsere Fotos hier Ehrenmann oder sonst was. Ich sage immer wieder, ihr seid eigentlich diese Ehrenleute, weil ihr seid diese Benzin, ohne dass der Motor gar nicht fahren kann. Ich zeige euch das. Für mich ist es ein sehr emotionaler Moment, wo ich gerade mit dem Auto hier angekommen bin.
wo ich das letzte Mal hier war, ist ein Jahr her. Es gab kein Dach, es gab keine Bemalung. Und ich zeige euch einfach mal die Fortschritte hier. Erstmal fangen wir mal an. Der ganze Boden ist jetzt verkachelt. Komplett von Anfang bis zum Ende auf 2 Etagen. 360 Kinder sollen hier einziehen. Kompletter Boden ist verkachelt. Ihr seht hier drinnen zum Beispiel, seht ihr, haben wir schon Betten, ne, wo die Kinder schlafen werden. Wir müssen allerdings Bettwäsche kaufen. Wir müssen die ganze Inneneinrichtung jetzt hier kaufen. Für 360 Kinder ist Inneneinrichtung plus Inneneinrichtung für eine Schule, für eine Ausbildungsstätte, da läppert sich schon, kommt einiges zusammen. Das ist gestrichen jetzt hier in einem schönen hellen Blau, ist übrigens meine Lieblingsfarbe. Das ist auch neu, das habe ich vorher noch nicht gesehen, macht natürlich einen ganz anderen Eindruck. Und ihr seht, sind Mückengitter dran, ja, dass die Kinder also keine Stiche bekommen, das ist auch keine unwichtige Sache. Denn hier haben die Mücken Malaria-Gefahr. Also es gibt hier viele Mücken, die haben Malaria. Deswegen ist ganz wichtig, dass du hier auch ein richtiges Mückengitter hast. Schauen wir mal zum Beispiel in die Räume rein. Der ist jetzt verschlossen. Aber dieser ist zum Beispiel auf. Schauen wir in einen dieser Räume rein. Wie ihr seht, gibt es jetzt hier auch schon Propeller an der Decke für die bessere Luft. Auch in den Räumen ist inzwischen der Boden gemacht. Die Wände sind gespachtelt, die sind glatt und die Elektrik ist schon dran. Ja? Es gibt auf beiden Seiten Türen, weil wir haben auf der anderen Seite ja nochmal eine Veranda, wo die Kinder sich auch aufhalten können. Und das sind dann die Räume. Momentan dient das als Lagerraum, weil die Arbeiter sind ja hier am Arbeiten fleißig auf der anderen Seite. Und hier ist also einiges neu. Zum Beispiel kommen wir jetzt, ja, hier ist ein größerer Raum, können wir auch noch mal reingucken, damit ihr ein bisschen so einen Überblick habt über die Räume. Die Bauarbeiter schlafen hier, Fenster sind drinne. Ne? Ist natürlich jetzt alles baustellenmäßig und wenn das fertig ist, wird alles nochmal geputzt. So ist halt eine Baustelle, wo gehobelt wird, da fallen ja bekanntlich Späne. Türen sind drinne und jetzt kommen wir zur Treppe, es geht hoch zur 2. Etage. Da ist also auch das Gitter neu, zum Beispiel ganz wichtig, dass man auf so einer Treppe ein Gitter hat, sonst würden ja die Kinder hinfallen. Ah ja, man sieht hier die Badräume, ja. Wie ihr seht, das sind alles, ist alles schön mit Kacheln gemacht, das ist unglaublicher Weltenunterschied für die Kinder. Was, das ist noch kein normaler Standard auch in Ghana für die Mittelschicht. Die haben das nicht so. Und dass ausgerechnet die ärmsten Waisenkinder, die überhaupt noch nicht mal sowas haben in der Nähe, dass die sowas bekommen, das ist ein wahnsinniger Standardwechsel für die. Die sollen es schön haben. وبهذا سوف أبقى مسلما مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما. Not trying to be indie, not trying to be cool, just trying to be in this room, Robbie, you know too. I can feel where the wind is, I can feel it through all of the windows inside this room. Wow, wir sitzen hier unterwegs in Gegenden, wo Dörfer keine Verkehrsanbindung mehr haben. Unser Team hier hat sein Büro in Accra, aber nimmt riesige Strecken auf sich,
um die Kinder aus den schwierigen Situationen rauszuholen. Die fahren von hier aus, von Accra bis nach Nigeria, durch die Front in den Bürgerkrieg. Die fahren nach Burkina Faso, nach Togo, nach Benin, an die Elfenbeinküste, nach Mali. Das Ganze mit öffentlichen Bussen, manchmal auch eine Strecke mit dem Flugzeug innerhalb Afrikas und mit Booten. Und das ist wirklich schwierig, weil zum Beispiel die dicken Boote können nicht alle Strecken fahren, weil dort Steine sind. Deswegen sind die immer mit so kleinen Booten unterwegs. Und wir haben heute mal so unsere Waisenkinder mitgenommen, um denen mal zu zeigen, wie wir diejenigen, die von hier kommen und sonst nicht mit dem Boot gefahren sind, um denen mal zu zeigen, wie das eigentlich ist, wenn die Jungs hier rausfahren zu den Dörfern, die keine Verkehrsanbindung haben. Die dicken Boote kommen nicht überall durch, die müssen immer zur Seite fahren, weil sie sind schwerer. Wenn Steine am Boden sind, ist gefährlich. Allgemein, von unseren Teams, die riskieren alle ihr Leben, um die Kinder rauszuholen. Keiner von denen kann schwimmen, bis auf einer. Nur Abdurrazak kann schwimmen. Es ist unglaublich, die Gewässer hier sind mit gefährlichen Fischen voll. Hier sehen wir eine typische Szene von den Kindern aus dem Ghana, die wir in unsere Waisenhäuser einholen. Hierbei handelt es sich um Flüchtlinge aus dem Niger. Wie ihr seht, sie schlafen vor irgendwelchen Läden, haben sich improvisorisch irgendwelche Zelte mit Moskitonetzen gebaut und schlafen hier einfach emotionslos auf dem Boden hier. Wie ihr seht, sie haben weder Decken, sie haben keine Kissen, sie haben nichts. Und warten einfach, dass sie den Tag überstehen, die Nacht auch überstehen. Und wenn es regnet, stehen sie alle auf und drücken sich ganz beieinander an die Wand zusammen, damit sie bloß nicht nass werden. Und denkt nicht, das ist nur ein kleiner Teil, den wir hier gerade zufällig gefunden haben. So sieht es 10 Kilometer komplett auf der ganzen Straße so aus. Komplette Kinder und Flüchtlinge, die sich komplett aus Westafrika zusammengesammelt haben, vor Dürre oder Hunger zu entfliehen, die ihr inshallah mit eurer Spende rausholen könnt. Zieht euch das mal rein hier, das ist eine Ghetto-Schule, eine richtige Ghetto-Schule. Zieht euch das mal rein, wie die Kinder hier sind. Die sind einfach da reingepfercht, ganz viele kleine Kids. Die haben gar nichts. Guck mal, der Bruder, der mich hingebracht hat, der hat an seine Backe Stich von der Schusswunde. Auf der anderen Seite. This is the brother who bring me here. Ist Sunanka? Das ist Sunanka. Salisu. Salisu? Ah, der Bruder ist Salisu, der hat mich zu dieser Schule gebracht. Schaut euch mal an, wie die Kinder da sind. Subhanallah, sogar ein Kleiner, der hat gar keine Klamotten. Also wir haben viel zu tun hier. Die Bewohner haben uns nach ersten Sachen gefragt. Ganz wichtig für die sind Badräume, dass wir Badräume hier installieren. Wir haben viel zu wenig Badräume, keine Toiletten. Wir werden hier Toiletten bringen, Badräume, öffentliche errichten. Und dann werden wir uns, glaube ich, mal in die Schulen machen. Ja? وتفرعت سبل العنا أخي قد طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر. Wir sind so weit draußen jetzt, dass die Leute einfach keine Wohnung mehr haben. Ihr seht also, dass noch viele Brunnen gefragt sind. Und es ist nicht nur so, dass die Leute ihr Trinkwasser hier rausnehmen, sondern they already wash themselves inside here. Schaut, da holen sie sich gerade das Trinkwasser raus. Das sind Einblicke wie in einem Land vor unserer Zeit.
لكنني أحيا بذكراكم وألتمس الشفاء. Hafsa aus dem Niger, eines unserer älteren Waisenkinder aus dem Home of Takwa-Projekt, die schon seit sie 11 ist, bei uns aufgenommen ist. Die älteren Kinder fügen sich sehr gut ein in das Projekt, indem sie zum Beispiel, so wie sie, Wege weisen, kennen sich natürlich ortsansässig viel besser aus, indem sie Essen zubereiten, Essen austeilen an die jüngeren Kids, Wäsche waschen. Es gibt Kinder, die seit 5 Jahren jetzt im Programm sind, die inzwischen Lehrer geworden sind für die kleineren Kinder. Zum Beispiel habe ich Sulan gesehen, habt ihr gesehen, wie sie an der Tafel inzwischen den Kindern Arabisch beibringt. Das sind Erfolgsgeschichten, die geschrieben wurden. Gerade die Flüchtlinge aus dem Niger, die also in anderen afrikanischen Ländern ankommen, die kommen ausgezehrt von der Dürre ganz dünn an. Ihr seht auch jetzt noch, dass es wirklich sehr, sehr, sehr man sieht es hier noch an, einfach diese Dürre. Und ausgemergelt, ausgezehrt, lange Zeit nicht genug zu trinken gehabt, aufgewachsen ohne ausreichend Nahrung und Vitaminen. Und die schlafen dann auf einer 10 Kilometer langen Straße in Accra auf der Straße. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Ich. Ich. Bin. Bin. Süß. Süß. Ganz süß. Und süß. Mashallah. Mashallah. Ein Kuss. Ich. Ich. Bin. Ich. Bin. Bin. Ein. Ein. Flugzeug. Baba na rasu da ciwon jujjia kuma na ta aure sabon mutum shi ne muka zo gane shi ce bai zama gane shi wuce Nigeria kuma na na wanki in ba wanki shi mutum yi bara na mutum yi bara shi mu ta kawo shi mu ci abinci da shi da safe kudin abinci na sistan da mace kudin abinci na 2 seed da dare kudin abinci na 15 asar ina so ku ta mai kuna ina so ku taimake ni in yi makaranta da school in taimake mana ta baraki nan da take yi mana na wahala tana duba na da shi rabbana ya rabbana rabbana ya rabbana rabbana ya rabbana rabbana ya rabbana بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Spender, liebe nicht-muslimische Helfer, das große Fußballturnier, Waisenturnier, ist vorbei. Es gibt einen Sieger. Der Sieger, das Siegerteam, erhält von uns 220 Euro. Das zweite Siegerteam erhält 120 Euro. Und natürlich gibt es auch Pokale. Und das Wichtigste ist, man hat Spaß gehabt. Und man hat was gelernt und man hat die Hoffnung, durch den Fußball als eines der vielen Mittel, die wir anbieten, in diesem großen Waisenkomplex einen Weg zu haben, aus der Misere, aus dem Problem, aus dem Slum rauszukommen.
Und im Leben ist es sehr schön, Spaß zu haben und auch Sport zu machen. Aber was wir aus dieser Sache, neben der Chance, dass wir von ganz unten nach oben kommen können, noch lernen können, das ist Fair Play, dass wir uns untereinander als Menschen, egal welche Abstammung, egal welche Stamm wir herkommen, dass wir uns fair behandeln. Denn wenn wir die Menschen fair behandeln, wir sind Muslime, wir sind Geschwister sowieso, wir müssen zusammenhalten. Congratulations. Congratulations, Masha'Allah, Mabrur. Congratulations, Masha'Allah. Top guy. Congratulations, brother. Mabrur. Congratulations. Oh, the one who gives and takes. Give us all that is good. Allow us to fulfill our aims and gain reward in all we do. In my times of need and joy, oh Allah, I turn to you. In my times of need and joy, truly you know everything. Make my worries be no more. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. খোদা তুমি রহম করে রানি কেউ তোমার সমান হে খোদা তুমি রহম করে Ansar International, the perspective they have is to help us. Now, who are they helping? They are helping our own children. They are helping our own people to have a better future. Unsere Kids zwischen Giftgas und Gatter, im Viertel der Robber, shooten für Schotter, Playground, abgestürzte Helikopter, zeig mir hier ein Doktor, meine Hand sitzt locker und Kugeln kennt keine Rücksicht wie Hunger. Mörder sind 13 Jahre und jünger, prostituierte Mädchen in Kummer, Kolonisten, Hunde für immer. Und ich hab keine Liebe für euch Sklavenhändler. Wir begraben euer Erbe in den Ländern, bauen auf und wir educaten. Kolonistik, press me, I'm Hayden. Entwicklungshilfe, ja, wo ist die Phrase? On the ground, sich deine Luftblase. Ghetto Kids haben jetzt ihre Chancen. Wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe. Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Und sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe. Wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Namen. Kleine Kinder auf der Suche nach Brot und Wasser, ohne Papa und auch ohne Mama. Sie wohnen in Accra, auf der Straße, deshalb brauchen sie das Waisenhaus, Home of Taqwa. Und bald ist es soweit, nie wieder auf der Straße schlafen. Lasst uns helfen, damit wir vor Gott gute Taten haben. Wenn man nach Spenden fragt, wird leider nicht oft ja gesagt. Was haben wir für eine Antwort, wenn Gott uns befragt? Akmo Bloshi, der Block ist so hart. So hart, das war's dir da dort ein Kopfkino. Und wie gesagt, Gott wird uns nach jedem Cent befragen. Du kannst diese süßen Kindern von den Ghetto-Gangs bewahren, glaub mir. Alles ist machbar, der Wille zählt. Was mit unseren Schwestern passiert, möchte ich nicht erwähnen. Kinder sehen von den Älteren und gucken ab, unser kleiner Bruder wird beklaut, während er Hunger hat. Wir sind Zeugen von der Straße. I missed you. One year I missed you. You miss me too? Look, what we built for you. So big, big home. Is it nice? Nice home? Masha'Allah, masha'Allah. When this is nice and you are happy, I'm happy too. I love you. Baby boy, I'm here for you. Aus der Sklaverei, alles geht vorbei, nur die Taten bleiben. Spende in guten und in harten Zeiten. Sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe. Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Und sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe. Wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe. Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Und sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe.
Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Und sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe. Wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Wir bauen dort, wo andere kaputt machen. www.ansar.de